Hallo, habt ihr Lust auf einen Schluck von meiner Pistaziensuppe, die ich hier gerade gekocht habe? Ist ganz vorzüglich, kann ich nur empfehlen. Wo bin ich denn? Ich bin hier echt im tiefsten Schmodder gelandet. Da glitzert was. Ein Armreif. Schade, ich dachte, das wäre so ein Sammlerobjekt, Dingensbummens. Jetzt darüber. Dich können wir auch nicht aufmachen, ne? Nee. Oh, was ist das? Meine? Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Was macht denn hier dieses böse Licht? Ah, das ist die Lichtquelle. Mist, ich dachte, ich kann es ausmachen. Ach, wir sind hier sogar goldrichtig. Na, sieh mal einer an. Gut, okay, dann machen wir das Ding mal auf. Mal sehen, wo wir hier hinkommen. Leuchtbomben sind eine einfache Methode zur gewaltlosen irgendwas. Flucht wahrscheinlich. Mach auf das Ding, mach auf. Zu dumm, dass ich so ungeschickt bin. Ja, du bist echt ungeschickt. Ich habe da jetzt dieses Messer, warum darf ich das Bild da zum Beispiel nicht mitnehmen? Eine Zeitung. Die neuen Gesetze der Wache und du. Okay, in diesen schweren Zeiten ist es eure Pflicht, Bürger der Stadt, die Gesetze der barönischen Stadtwache zu befolgen. Ihr müsst euren Beitrag leisten, damit unsere schöne, ich betone, schöne Stadt überleben kann. Erstens, meldet Diebstähle. Diebe zapfen der Industrie das Blut ab und bringen dadurch ehrbare Bürgern Krankheiten und Hungersnot. Zweitens, haltet euch an die Ausgangssperre. Die Schwermut zu umgehen ist das größte Geschenk, das in unserer Stadt in diesen Tagen der Not machen könnt. Drittens, gehorcht der Wache, besucht alle Hinrichtungen und zeigt eure Unterstützung für die Männer und Frauen, die uns jeden Tag beschützen. Wenn ihr diese einfachen Regeln befolgt, bleibt der Stadt und euch, ihr geliebten Bürgern, der Wohlstand erhalten. Ihr leistet damit unschätzbare Dienste in diesen finsteren Zeiten. Was ein Kokolores. Danke. Ich kann hier gar keine Bilder mitnehmen. Ich will aber. Danke. Na gut, hat jetzt nicht unbedingt viel gebracht, hier einzubrechen, aber hey, wenigstens haben wir eine Zeitung. Hoch, 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 hoch. Wusch. Wo gehen wir denn jetzt lang? Hier oben haben wir noch ein schönes Fenster zum Einsteigen. Hoch, 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 ich will rein. Okay, zuerst der Schrank. Na, nichts Schönes. Hier auch nicht. Das ist eine ziemlich arme Gegend, in der wir hier gelandet sind. Hier gibt es wenig Beute. Schlecht für meinen Beruf. Genau. Zu sein, gibt es hier überhaupt nichts weiter. Ich könnte auch mal wieder was essen und ein bisschen Mohn schlucken. Mann, das ist, glaube ich, die ärmste Gegend der Stadt. Was ich hier in den Hütten finde, das ist ja beinahe lachhafte Beute, aber was soll's. Alles, was Geld bringt, wandert in meine Tasche. Eine Tür, hä? Gucken wir noch schnell hier oben nach. Da haben wir zum Beispiel ein Fenster. Da oben ist ein Balken. Ah, das ist der Weg zurück. Mist!
Ich hasse das. Da kann man doch vorher wenigstens mal ein bisschen vorwarnen, oder nicht? Wo bin ich denn jetzt hier? Kann ich wenigstens was klauen, wenn ich schon mal hier drin bin? Na, das ist doch was. Das ist doch was. Und zurück. Da hat's ja wenigstens ein bisschen Kohle eingebracht. Dass wir diesen törichten, großen Fehler begangen haben. Und nichts wie raus hier aus dieser, aus diesem Moderloch. Okay, wir kommen hier unglaublich schlecht runter. Oh. Hast du es ausgekundschaftet, das Haus der Stadtratswache? Ja, hab ich. Streng bewacht. Wie vermutet. Okay, hier ist nichts weiter. Kann ich erstmal zurückgehen und die Tür aufmachen? Was ist das? Mein Messer. Sucht euch eigene. Was liegt denn da? Ich blas die Sache ab. Soll jemand meine Brosche. Sucht euch eigene. Nicht mal abgeschlossen. Das ist ja nett. Hm. Seid gefälligst reich. Neues Dokument. Befehle des Hauptmannes der Wache. Männer, scheut nicht die Flussratten auf. Vor allem nicht die Aalbeißer. Aalbeißer, was sind denn das für Biester? Muss mich vor denen Angst haben? Egal, die Wache hat schon genug Probleme und offen gesagt, das Seedviertel könnte uns kaum gleichgültiger sein. Ihr sollt hier nur die Scheiße vom Weg des Barons schaufeln und zu seiner verdammten Verwaltung sagen. Jawohl, Sir. Nein, Sir. Drei volle Kisten, Sir. Das ist alles. Hauptmann der Wache hat das geschrieben, okay? Wie unordentlich die hier alle sind. Oh, hier gibt es ein teures Parfüm. Und nichts weiter. Ich gehe da mal ganz ruhig wieder zurück. Ich habe ein Problem. Oder auch nicht. Ich hätte da spontan eine Idee. Diep, diep, di. Was haben wir denn hier Feines gefunden? Das ist eine komische Stadt, hä? Die Straßen hier sind so komisch angelegt. Da bekomme ich es wieder Angst zu tun. Ich will hier nicht wohnen. Ich habe so schon genug Probleme, mich hier zurechtzufinden. Ein schönes Messer. Eine Gabel. Und die Tür hier ist dicht. Okay. Ist das lecker. Und ich komme hier auch nirgendwo groß hoch. Außer hier. Mädels, 10 Minuten. Mehr will ich nicht. Ihr steht im Haus der Blüten auf der schwarzen Liste, Lord. Haus der Blüten, wir sind fast da. Kein Lord mehr, stimmt's? Schwarze Liste? Wie lange? Bis du wieder Geld hast. Da oben sind viele, viele schöne Fenster. Verdammte Wachen. Okay, ich weiß noch nicht ganz, wie ich rankomme. Geht dort jemand spazieren? Nein. Keiner geht hier spazieren. Alles ist in bester Ordnung. Na, kommt, Papa. Das wollte ich gar nicht.
Hihi. Und oben. Was haben wir denn hier noch? Na, hier werde ich aber auch nichts finden. Dachte ich mir. Haben wir wertlosere Pfeile? Die hier zum Beispiel. Was ist das? Wer würde so lange dort bleiben? Er nicht, ich nicht. Ja, ne. Ich werde hier nicht auf ihn warten. Er ist weg. Wie komme ich denn jetzt darüber? Lass mich doch einfach in Ruhe, ich versuche da nur an das Fenster ranzukommen. Er würde so lange dort bleiben. Er nicht, ich nicht. Hm. Eine spannende Situation. Da oben ist auch noch ein Fenster. Aha. Okay, und jetzt hoch. Nebenbei noch ein bisschen was für die Heilung tun. Wenigstens an das Fenster hier kommen wir ran. So, dann mach mal auf, das schöne Ding. Ich will Kohle sehen. Hoch mit dem Fenster. Gerümpelhütte. Mit zwei Fenstern. Ah, das nehme ich mit. Sieht doch hübsch aus hier. So eine Muku mit Monokel, das ist doch was Feines. Komme ich denn da oben ran? Neues Dokument. Die Stadt mag mit gebeugtem Haupt dastehen, aber die Teilnahme an gesellschaftlichen Verhalten ohne Respekt vor der Krone macht das Ganze noch schlimmer. Vandalismus und rebellische Parolen können von einer aufrechten Gemeinschaft nicht toleriert werden. Die Verwaltung hat eine Botschaft vom Baron selbst veröffentlicht, in der er uns dringend ersucht, während der Krise zusammenzuhalten. Bewahrt Ruhe, zwingt die Wache nicht zum Handeln, sonst hat sie keine Wahl und muss euch abführen. Die euch versprochene Zukunft ist nah. Ohne Nachfrage wurde uns zudem mitgeteilt, dass die Verwaltung sich in Kürze um die Lebensmittelknappheit kümmern werde. Ihr seht, eure Stimmen werden in den Zimmern der Obrigkeit durchaus gehört. Das ist mir egal, ich will da oben ran. Wie mache ich das? Das ist ziemlich gemein, wenn ich das sagen darf. Nehme ich erstmal den Bilderrahmen hier mit. Das gibt's überhaupt nicht. Ich muss doch irgendwie da oben rankommen, oder nicht? Okay, ich guck mich erstmal hier noch um. Ach nee, hier waren wir schon. Na, so bringt das ja herzlich wenig. Kann man das vom Schrank runterspülen? Nee. Jetzt mal ganz ernsthaft, wie soll ich denn da oben rankommen?
Ach, sieh mal einer an, so geht das. Hm, Nahrung. Muss man einem ja sagen, dass man hier einfach so hochklettern darf. So, hier sind wir fertig. Nichts wie raus. Hoch mit dem Dingen. Hier, weg. Wusch. Oh, das sieht einfach schön aus. Aber ich hoffe auch, dass wir irgendwann mal die Stadt bei Tage sehen dürfen. Und wie wir an das Fenster da hinten rankommen, weiß ich noch nicht. Vielleicht gibt es irgendeinen anderen Weg. Danke. Ich sag dazu nichts. Ich werde doch nicht müde, ich verstecke mich nur. Wie soll ich denn an dieses Fenster rankommen? Da gibt's bestimmt irgendwie noch eine Tür von der anderen Seite. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Lasst mich doch einfach in Frieden. Ah! Man will mich schon wieder tot sehen. Nein, ich trau mich nicht. Meine. Der Gestank hier ist widerlich. Du bist widerlich. Meins. Rüber. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Ohne Mist, ich weiß schon wieder gar nicht, wo ich bin. Ach, hier bin ich. Besser als auf der Straße zu leben. Aber wie ich da oben rankomme, weiß ich immer noch nicht. Aber wenigstens wie ich hier reinkomme. Meine. Om nom nom. Da unten können wir schon wieder, glaube ich, ein Schild abschrauben. Oh, hier gibt es aber noch einiges zu tun. Schaffen wir das? Ja. Ach, ist das Leben als Dieb nicht schön. Einfach schön hier alles einsammeln und mitnehmen. Viel zu viele Wachen unterwegs. Viel zu viele Wachen. Meine. Meins. Meins. Und hier liegt, glaube ich, ein Sammlerstück. Ach nee, das ist wieder nur eine Brosche. Ich dachte, das wäre vielleicht irgendeine besondere Münze, weil wir haben ja in unseren Schaukästen im Glockenturm noch so runde Behälter. Da kommen doch bestimmt irgend solche Münzen rein. Klappe jetzt, zack. Dam, da, dam, da, dam, da, da. Wo sind wir hier? Das Sirenennest, eine Taverne. Na, da gehen wir jetzt aber erstmal nicht hin. Ich wollte mich erstmal umgucken, ob es hier noch was zu klauen gibt.
Weiter oben zum Beispiel. Na, hier ist nur dieses Tavern-Dingens. Das ist ja praktisch. Von hier kommen wir auf die andere Seite. Und hier war nämlich, glaube ich, auch dieses Schild. Ja. Gib her das Ding. Ja, fein, 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 fein. Sieh an, was haben wir denn da? Zollhausbrücke. Ein schönes Schild. Holy. Wie sollen wir uns ohne Diebe die Zeit vertreiben? So. Ach, besser als auf der Straße zu leben. Von hier komme ich aber auch nicht an das Fenster ran. Die Hinrichtungen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Total langweilig. Weißt du was? Sicher, sicher. Ich will mich hier frei bewegen können. Weg. Zack. Du sollst hier nicht so offensichtlich rumliegen. Komm mal mit. So viel Gold. Aber es ist verflucht, verflucht, verflucht. Mist, verdammt. Muss es in der Kanalisation lassen. Darf nichts verraten. Sie werden mich verfolgen und im Schlaf töten. Kanalisation? Gott, was ist, wenn Sie die Schwermut sind? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. In der Kanalisation versteckt da einer Gold? Ein Topfküchen passiert. So. Jetzt nochmal zu uns, du komisches Ding. Ich weiß nämlich nach wie vor nicht, wie zur Hölle ich an dich rankommen soll. Mal rüberspringen ist definitiv nicht. Denke ich, zumindest momentan. Auf das Dach kommen wir nämlich auch nicht, oder? Haha, geht doch. Ein bisschen experimentieren und schon geht hier alles auf. Aber bevor wir hier reingehen, sage ich erst einmal Tschüss